Radio SAW. Morgens beim Merkels. Garantiert politisch inkorrekt. Ja, mit dem Frühstück bin ich durch. Kannst du das eben in die Spülmaschine räumen? Danke. Apropos Essen. Hast du mitbekommen, dass Donald Trump als Wahlkampfaktion in Pennsylvania in einem McDonald's Drive-In bedient hat? Was? Ja, er hat Pommes und Burger am Schalter ausgegeben. So richtig mit Jackett ausgezogen, Schürze an, Ärmel hoch und Fettspritze auf der Hose. Hat sich als Mann des Volkes gegeben. Stell dir mal vor, du fährst da an den Schalter und dann grinst dich Trump an, quasi Ronald McDonald Trump. Und anschließend meint er noch, der Job würde Expertise und Geschick verlangen. Also mal so das, was er nicht mit ins Präsidentenamt bringt, nicht? Aber man muss ihm lassen, er weiß sich zu inszenieren. Und ist übrigens gar nicht mehr so sicher, dass die Harris das Rennen macht. Ja, ich komm ja. Du, ich muss los, ja. Ach, ich meine Joachim. Auch nicht, komm heute später. Hab ja noch die Spätschicht bei Burger King. Reicht da hinten und vorne nicht diese läppische Beamtenpension. Sorry. Ach, der Herr Habeck. Mal wieder. Guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Frau Merkel. Sag mal, Robby, wenn du wirklich Bundeskanzler werden willst, dann solltest du vielleicht auch mal an einer McDonald's-Filiale den Leuten Burger und Pommes reichen, wa? Sie meinen, wie Trump das am Sonntag getan hat? Genau. Und meinen Sie, ist es möglich, dann nur Veggie-Burger auszugeben? Na klar. Und die kriegen dann auch nur die Leute von dir, die mit dem Lastenrad in den McDrive fahren. Perfekt. Ich hol sofort mein Wahlkampfteam. Bitte? Oh Gott. Robert. Morgens bei Merkels. Die besten Comedies für euch. Auch immer zum Nachhören auf radiosaw.de.